So Leute, willkommen zurück zu Pokémon XD und wir beginnen diesen Part mit dieser wundervollen Musik hier und haben letztes Mal unser Roselia von seinem Leid befreit. Und das Problem ist aber, wir haben einen schweren Kampf hinter uns und sind sehr angeschlagen davon. Ist ein bisschen bedauernswert letzte Folge gewesen, aber man kann nichts dagegen machen. Es ist nun mal so, wie es gelaufen ist. Und jetzt vielleicht mit unserem Roselia sind wir vielleicht besser gerüstet gegen Team Krypto und diesen komischen Typ, der mich äußerst abfuckt, muss ich ehrlich sagen. Wir kaufen jetzt noch ein paar Beleber, wenn es hier welche gibt. Nein, gibt es nicht. Andere Idee, die ich noch habe, ist, dass wir uns schnell eine Beere hier abholen, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht können wir dann damit was anfangen. Halt nicht hier hinter. Darüber müssen wir. So, gehen wir hier rechts hoch. Holen uns erstmal eine Beere von unserem guten alten Kollegen mit dem Schwalbini. Okay, ja. Die Beere, damit kann man jetzt nicht unbedingt viel anfangen. Was ich jetzt machen werde, ist auf jeden Fall Sanftglocke. Dann, was haben wir hier? Pokesnack, Carbon, Protein. Angriffswert eines Pokémon wird angehoben. Nehmen wir Seemops. So, haben wir das. Dann Carbon. Was bringt das? Initiativewert eines Pokémon wird angehoben. Das kriegt unser Blitzer. So, KP Plus benutzen. Das kriegt unser Hundemon. Das war Fail. KP Plus, ich habe das gerade mit AP Plus verwechselt. Egal, kann man nichts machen. Gut, Kugelsaat. Okay, das ist nicht schlecht. Kugelsaat kriegt unser Roselia. Ja. Wie viel Angriff gibt das eigentlich? Stärke 10 bis 5 Mal. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, ne? Nee, das lohnt sich echt nicht. Nee, das lassen wir. Nein, hallo. Ja, nicht erlernen. Okay, gut, dann, haben wir hier eine Sinnelbeere. Die geben wir mal, würde ich sagen, Seemops. So, und was ist das hier? Selbstheilung bei Verwirrung, Selbstheilung bei Paralyse. Naja, ist alles nicht sonderlich bedeutend für uns. Okay, passt. Jetzt haben wir unsere Zeit genug verschwendet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder dahin, wo unser eigentliches Ziel liegt. Es war ein bisschen unlogisch alles, dass wir jetzt sterben und dass es dann so wie gewohnt weitergeht und alles so ist, als ob nichts gewesen wäre. Aber ja, gehen wir nach Penak zurück. So, wir haben ja keine andere Wahl, wenn wir in der Story weiterkommen wollen und das wollen wir ja auf jeden Fall. Erstmal muss ich kurz in den Laden hier gehen. Wir haben leider nicht sehr viel Geld übrig. Wir müssen jetzt mit dem leben, was wir haben. Und am besten beugen wir gleich vor und kaufen nur Tränke. Und falls es soweit kommen sollte, dass unser Pokémon abkacken sollte, heilen wir es einfach gleich. Aber andererseits müssen wir Supertränke kaufen, weil wir sonst wirklich alles verschwenden. Kaufen wir 10 Supertränke. So, 10 Supertränke haben wir gekauft. Und jetzt stellen wir uns unsere Herausforderung erneut. Dieses Mal werden wir sie hoffentlich mit Bravour bestehen und
Dann geht es weiter in der Story und wir können endlich das Fernsehteam befreien. Wo die anderen Leute sind, weiß ich leider nicht so ganz genau. Gehen wir mal hier lang. Letztes Mal sind wir den rechten Weg lang gegangen. Ist, glaube ich, völlig egal, wo wir lang gehen. Oh, da hinten gibt's ein Item. Hoffentlich ist das eine geile Attacke. Wenn man schon mal dabei ist. AP Plus, das ist es, was ich eigentlich wollte. Pokémon. Dann, nein, warte. Items. Items. So, AP Plus. Wo bist du? AP Plus. Benutzen. AP Plus auf Pokémon. Auf Feuersturm. So, hätten wir vielleicht eher auf Blizzard einsetzen sollen. Ich weiß es nicht. Warte mal, Blattstein, ging das vielleicht sogar? Roselia? Nee, muss noch... Roselia kann sich zweimal entwickeln, glaube ich. Und auf die letzte Entwicklung kann man, glaube ich, einen Blattstein benutzen, oder? Ich weiß es nicht genau. Okay, hier ist kein Item mehr, kein Erdbeben oder so, was uns vielleicht... Oder? Findet Wasserstein. Okay. Items. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bringt unserem Team jetzt generell nichts. Nee. War aber eigentlich voll dumm, was ich da gerade gedacht habe. Als ob das funktionieren würde. Gut. Keine andere Wahl bleibt uns. Wir müssen uns erneut unserem Gegner stellen. Dieses Mal sind wir aber voll geheilt. Und... Meine Güte, bist du hartnäckig? Ich sag doch, stör uns jetzt nicht. Ja, okay. Das war wohl schon so angedacht, dass man eventuell hier abkacken könnte, denn er sagt nicht das gleiche wie letztes Mal. Es geht wohl wahrscheinlich noch mehr Leuten als mir so, dass sie jetzt einfach so bei dem Gegner hier abkacken. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen besser gewappnet. Landhuren. Du kriegst ein fettes Zauberblatt ab. Und ein Body Slam kriegst du auch noch gleich hinterher. So. Schockwelle. Autsch. Bitte zieh nicht allzu viel. Seemops hat es überlebt. Es war ein bisschen grausig und nicht so gerade so geil, was du gemacht hast, Landhuren. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Seemops, na, das hat nicht gerade viel gezogen. Seemops wird ausgetauscht, denke ich mal, wenn es nicht jetzt gleich abkackt. Aber es ist leider so. War vielleicht nicht so schlau, das jetzt vorne zu lassen. Aber wir haben immer noch genug Pokémon. Wir haben aber leider keinen Beleber. Also ist Seemops für uns quasi jetzt in diesem Moment unnötig geworden. So, dann komm raus, Teddy Ursa. Und zeig, was du drauf hast. Eigentlich hätten wir vielleicht Blitzer eher gebrauchen können. Ich könnte jetzt natürlich erstmal Grasflöte auf Morlott einsetzen. Das mache ich jetzt auch. Und eine Kratzfurie auf Landhuren. Denn vielleicht können wir das... Oh, ouch. Roselia, mach mich nicht schlapp. Okay, bitte. Ja, bitte, bitte treffe. Ja, sehr schön. Hat geklappt. Es schläft. Das war nicht schlecht. Dann ist das auf jeden Fall schon mal kein Hindernis für uns fürs Erste. Komm, treffen wir ein paar mehr. Ah, schade. Gut, Mollot ist auf jeden Fall schon mal kein Problem mehr. Dann würde ich sagen, Egelsam auf Mollot. Und Kratzfurie auf Landhuren. Denn Morlott können wir ja so langsam und, ja, ganz langsam, wie gesagt, halt einfach verkrüppeln und kaputt hauen. Und Egelsam sollte uns dabei helfen, dass unser Roselia ein bisschen länger aushält eventuell, ne? Das ist auch auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und Teddy Ursa, du beseitigst jetzt das Landhuren. Sehr schön hast du das gemacht, Teddy Ursa. Ich bin sehr stolz auf dich. Gut, Landhuren. Tschüss. Gut, jetzt kommt wahrscheinlich das Krypto-Pokémon, denke ich jetzt mal. Roselia schlägt sich schon mal auf jeden Fall ganz gut. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und jetzt kommt das Lunastein.
was wir ein bisschen schwächen wollen auf jeden Fall. Und wenn wir das erledigt haben, dann werden wir das auch fangen. Molot setzt Slam ein. Die Attacke ging daneben. Das erste, was wir jetzt machen werden, ist Morlott wieder einschläfern. Machen wir das mal mit Grasflöte auf Morlott und eine Kratzfurie oder ein Durchbruch. Eine Kratzfurie auf. Nein, wollte ich eigentlich gar nicht, ich Idiot. Ja, gut, wir schläfern es ein, ne? Und dann hoffentlich klappt's. Es hat geklappt, denke ich mal. Ja, hat geklappt. Und dann schläfern wir das Lunastein ein und dann haben wir auf jeden Fall schon mal freie Bahn, denke ich mal. Und können dann gemütlich das Lunastein versuchen einzufangen. Und dann haben wir da schon mal ein Pokémon weniger als Gegner. Das wäre doch schon mal nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Also ich denke mal, das wäre für uns auf jeden Fall sehr von Vorteil. Okay. Egelsame hat wieder geschadet. Morlott, so lange wirst du das nicht mehr überleben, denke ich mal. Gras, Zauberblatt auf Lunastein und ja, komm, Kratzfurie auf Morlott. Ich habe jetzt keine Lust, das einzuschläfern, weil ihr wisst, 50%, das kann nicht so oft hintereinander klappen. Das ist fast unmöglich. Das ist schon ziemlich krass. Autsch. Naja, dann setz mal dein Zauberblatt ein, bitte, Roselia. So, und dann kommt Blitzer ins Spiel, denke ich mal. So, Blitzer, es wird Zeit für dich. Und ich hoffe mal, du wirst das gut aushalten. So, Zauberblatt. Oh, Kacke. Wow. Hat überlebt. Zum Glück. Zum Glück. Morlot schläft weiterhin. Dann ist das ja für uns nicht allzu schlimm. Und dann weiß ich jetzt auch ganz genau, was ich machen werde. Autsch, Roselia. Das erste, was wir machen werden, ist auf jeden Fall schon mal. Ja, das war auf jeden Fall gut. Roselia hat wieder ein bisschen KP dazu bekommen. Wir setzen jetzt erstmal einen Ball ein. So. Am besten einen Superball. So, okay. Der sollte reichen für dieses Lunastein. Und dann tun wir einsetzen einen Ruckzuckhieb auf Morlott. Ich weiß nicht, ob es reicht. Und wenn nicht, dann wird Egelsam den Rest erledigen. Ist ja auch nicht gerade schlecht dann, denn wir können auf jeden Fall noch ein bisschen KP vertragen, was unser Roselia angeht. Ich mag Roselia ja sehr, ohne Scheiß. Roselia ist ein richtig geiles Pokémon. Vor allem kann es halt auch richtig coole Attacken lernen. So, ein Pokémon wieder weniger. Formeo. Gut, Ruckzuckieb wird jetzt dann auf Morlott gehen und reicht nicht ganz. Aber Egelsam regelt das dann schon. Schläft tief und fest immer noch. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal. Das könnte es jetzt auch schon geregelt haben, das Ganze. Da können wir jetzt eventuell. Entweder wir wechseln jetzt Blitzer aus. Oder wir bleiben bei Blitzer und schläfern das andere Pokémon ein oder versuchen es zumindest. Könnte ja klappen. Egelsam hat nochmal schön Schaden gemacht. Das gibt wieder gut KP für unser Roselia. Gut, war jetzt nicht so viel, war halt auch nicht mehr so viel übrig. Ne, das ist halt das Problem. Aber es sieht schon viel besser aus als letztes Mal. Das muss man ja zugeben. Denn wir haben schon ein paar Pokémon weniger. Wir haben schon drei Pokémon, um ehrlich zu sein, weniger. Metang, also ich würde mal jetzt sagen, wir probieren es mit Grasflöte auf Metang und wir probieren einen Biss auf Formeo. Vielleicht ist das ja sinnvoll. Es könnte auf jeden Fall sinnvoll sein. Formeo ist so gut wie tot. Ein Ruckzuckhieb, dann sollte das auch erledigt sein mit Formeo. Und ich hoffe mal, dass unser Metang, also das Metang vom Gegner, meine ich natürlich, einschläft, dann haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gute Karten, was das Ganze hier angeht. Ich weiß ja nicht, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die meinen es gut mit uns. Diese Grasflöte klappt irgendwie immer. Fragt mich nicht wieso, aber
soll es so sein? Es soll wahrscheinlich so sein. Es war auf jeden Fall keine dumme Entscheidung, dass Roselias Herz zu öffnen, wollte ich sagen, denn ihr seht ja, wie das Roselia abgeht. Was Besseres kann man eigentlich gar nicht kriegen. So, dann machen wir das hier und einen Ruckzuckhieb auf, warte mal, nee, das geht gar nicht, ne? Müssen wir einen Biss machen. Ruckzuckhieb sollte nicht gehen bei Typ Geist. Soweit ich weiß, ist normal wirkungslos gegen Geist. Korrigiert mich, falls ich was Falsches gesagt habe, aber ich denke mal nicht. So, Blitzer ist Level 32, auch nicht schlecht. Dann mach mal dein Zauberblatt auf Metang. Deswegen wollte ich unbedingt... Oh, das hat nicht viel gezogen. Wieso? Ich weiß es nicht. Wegen Stahl... Was? Oh Gott, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Stahlboden, da... Kann sein, ja. Kann sein. Nee, nicht Boden. Boden ist sehr effektiv. So, wartet. Dann Egelsamen, okay. Dann Doppelkick. Probieren wir es. Ist zwar nicht die stärkste Attacke, aber sollte ein bisschen was ziehen. Oder auch nicht. Naja, machen wir es halt auf die langsame Art. Warte mal, schläft das Metang noch? Nein, ne? Schläft nicht. Versuchen wir es gleich nächste Runde wieder einzuschläfern. Aber wir haben ja noch unser Hundemon zur Not. Haben wir das noch? Und ich denke mal, wenn wir jetzt austauschen und Hundemann rufen, haben wir gute Karten. Deswegen lassen wir Roselia lassen wir auf jeden Fall drin und versuchen es mit einer Grasflöte nochmal. Und Blitzer tauschen wir aus gegen Hundemann. So. Gut. Dieses Mal sind wir auf jeden Fall taktisch viel besser dabei, aber der Kampf geht extrem lange. Und ich muss euch leider sagen, dass die Folge schon so fast so gut wieder wie zu Ende ist. Achso, wenn wir gegen die Queen kämpfen, ne? Dann ist das so, dass sich die Queen in... Autsch. In irgendeinem Stadium aufhält... Stadion oder Kolosseum aufhält. Und man ihn dort als Gegner antreffen kann, habe ich erfahren. Wie gesagt. Und ja. Das ist halt die einzige Möglichkeit, wie wir die Krypto-Pokémon noch fangen können. Grasflöte, so, und du machst einen Feuersturm, der hoffentlich trifft. Ja, oder? Ja, doch. Sehr schön. Geil. Ich wusste es. Und genau so muss es sein, denn wir haben alles taktisch richtig gemacht, denke ich mal. Dieses Mal haben wir uns nicht viele Fehler erlaubt, außer den anfänglichen Fehler mit unserem Seemobs. Aber sonst war eigentlich das hier ein astreiner Kampf, würde ich sagen. Und wir haben doch hier eine riesen Show abgeliefert. Und ich hoffe, dass dieser Typ da endlich mal seine Kamera auf uns gehalten hat. Und wir endlich mal groß rauskommen ins Fernsehen oder sowas. Das wäre doch richtig geil, oder? So, Lunastein im PC abgeliefert. Und der Gegner ist endlich weg und... Es kann weitergehen. Wie kann das sein? Noch nie bin ich einem so starken Kind begegnet. Aber wie dem auch sei, ich habe Olaf zumindest etwas Zeit verschafft, die Bergungsaktion, die er leitet, müsste jederzeit beendet sein. Für heute ziehen wir uns zurück, aber wir sehen uns wieder. Na dann, du Gurke, bist du auch weg. Aber es war wirklich ein schwerer Gegner, muss man ja sagen, muss man auch zugeben. Es war auf jeden Fall herausfordernd. Vielen Dank, du hast unsere Videobänder gerettet und wir haben Bombenmaterial. Ich heiße Laila, wir haben gerade in Pönnack recherchiert, als uns Team Krypto gefangen nahm und herbrachte. Ja, wir haben von euch schon erfahren gehabt. Aber da ist ein Hoffnungsschimmer. Wir haben deinen kolossalen Kampf mitgefilmt. Na endlich, geht doch, wir kommen endlich groß raus. Ja, sehr schön. Genau das wollte ich doch. Aber klar doch, es ist alles im Kasten. Okay, also nichts wie zurück nach Pyritus. Wir müssen das so schnell wie möglich auf Sendung bringen.
Man sieht sich und denke nochmal über. Danke nochmal für alles. Laila, warte auf mich. Ich hoffe es, dass es im Fernsehen zu sehen sein wird. Da liegt etwas auf dem Boden. Okay. Wie die Leute immer was. Alter, das sieht man fast gar nicht. Heftig. Das hat man echt fast gar nicht gesehen bei mir auf dem Fernsehbildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht besser seht. Kann ja sein. Ich habe sowieso die ganzen, das ganze Bild so ein bisschen, was die Farben angeht, so ein bisschen korrigiert, weil mir das alles so ein bisschen zu altbacken und grautönig war. Dann habe ich diesen Grauton rausgemacht. Übrigens, der Grauton ist bei mir auf dem Fernseher gar nicht zu sehen. Also, das ist wirklich nur bei der Aufnahme normalerweise. Und deswegen habe ich das so ein bisschen an den Fernseher angepasst. Das sieht ungefähr genauso aus jetzt dann. Mein Fernseher korrigiert das Ganze auch ein bisschen anscheinend. Und ja, jetzt können wir natürlich entweder hier mal reingucken. Möchte ich nämlich gerne mal. Denn ich möchte gucken, ob hier alles wieder beim Alten ist oder ob hier immer noch sich überhaupt nichts geändert hat. Sieht nicht gerade anders aus als vorher. Was mich des Weiteren noch interessiert ist, ob hier eventuell, genau hier, so hier möchte ich gerne gucken. Nee, die Pokémon Center Dame ist immer noch nicht zurück. Die werden wohl noch irgendwo gefangen gehalten. Wo genau, weiß man nicht. Aber wir wissen ja jetzt ganz genau, wo wir hingehen werden. So, aber ich würde mal sagen, die letzte Folge war ja ein bisschen länger. Machen wir diese Folge mal wieder ein bisschen kürzer. Und in der nächsten Folge geht's dann mit der Story weiter. Und ihr wisst ja Bescheid, wo es dann hingeht. Und zwar nach Pyritus zurück. Denn einen anderen Hinweis haben wir im Moment nicht. Irgendwelche Bergungsarbeiten wurden beendet. Und wo könnte das eher sein als in Pyritus? Aber mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Ich weiß selbst noch nicht mehr. Also bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Leute. Hier geht's zur Playlist von Pokémon XD, der dunkle Sturm. Außerdem gibt's hier immer die neuesten Videos. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin. Ciao, euer Falaba.